Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Coral Island. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Es ist Ewigkeiten her, dass ich Coral Island gespielt habe. Und oh, so sieht's hier aus. Okay. Aber wir haben ja schon angefangen, unser Design zu machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja wirklich lange her. Stimmt, ich wollte das ein bisschen. Kann es sein, dass ich keinen Ton mehr in diesem Spiel habe? Oh, es kann sein, dass ich die ja. Ach, hoppala, Entschuldigung. Ich habe ja zwischenzeitlich mal privat gespielt. Wo ist denn meine. Ach, habe ich die gerade eingeschickt? Das kann natürlich sein. Okay, kann ich das nicht ernten? Ja, kann ich. So, wir sind im Frühling. Oh Gott, wo sind wir denn stehen geblieben? Warum habe ich denn den schwarzen Opal da drin? Ist der schwarze Opal für Ding draußen? Für der Tempel? Der Tempel, für den Tempel natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte wirklich nicht so lange Pausen zwischen Aufnahmesessions machen. Aber ich hatte... So weit vorproduziert. Yeah. Das ist wahrscheinlich da drin, ne? Das können wir noch nicht machen. Sommersaison kommt ja erst noch. Insekten- und Ozeantierchen haben wir da drin. Und das ist halt Quatsch. Das ist die Monsterbeute, die müssen wir unbedingt noch aufbewahren. Weiß ich gar nicht, ob wir da irgendwas daheim haben. Die wollte ich eigentlich alle mal aufschreiben. Wobei, es gibt eigentlich jetzt eine Wikipedia. Sonstiges Erzeugnis im Monster-Loot. Na, da gucken wir schon mal. Doch schon mal 5. 5. 5. Da nur 3. Bräuchten wir eigentlich noch. Aber können wir abgeben. So. Monsterbeute war hier. Nein? Hier? Ja, da. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich brauche noch Fledermausflügel und noch 2 zähes Fleisch. Dann hätten wir den auch fertig. Das heißt, wir gehen in die Mine. So, und schon haben wir etwas gefunden, das wir tun wollten. So einfach kann es gehen. Ich habe natürlich eine... geht so voll. So eine halbvolle... Nicht Tüte. Rucksack. Ich war jetzt. Ah, da sind wir schon bei 10 unten. Na, guck mal. Oh, mir ist auch gar nicht kalt gerade oder so. Bin immer noch beim Schlafanzug. Ich habe gerade Urlaub. Oh, und ich genieße ihn. Sehr. So. Wir müssen natürlich die Viecher kaputt machen. Aber ich glaube, die liefern kein zähes Fleisch, ne? Ich weiß gar nicht, von wem zähes Fleisch kommt. Von welchen Höhlentierchen. Genauso wie Fledermausflügel, weiß ich auch nicht. So, vor dem muss ich ja ein bisschen aufpassen. Huch, was bist du denn? Zähes Fleisch, jawohl. Tötet 10 Feindarten. Noch 2 zähes Fleisch. Okay, von diesen... komischen... Viechern da. Diesen Schlurpdingern. Von denen kriege ich anscheinend zähes Fleisch. Das ist ja nicht verkehrt, weil die... haben wir hier, glaube ich, öfter. Aber die Biene war doch jetzt neu. Die kennen wir noch nicht, ne? Gott, ich habe so viel vergessen. Obwohl ich nebenher auch Coral Island gespielt habe, aber bei einem neuen Spielstand. Was richtig smart war, weil ich meinen neuen Spielstand genauso genannt habe wie diesen hier. Der einzige Unterschied, den ich habe zwischen den Spielständen, ist tatsächlich das Geld. Das heißt, ich darf hier niemals das Geld ausgeben, weil ich sonst die Spielstände nicht mehr auseinanderhalten kann. Gibst du eigentlich irgendwas? Nee.
So, ist ja noch jemand. Ja. Hallo, guten Tag. Und hier brauche ich eigentlich nichts, aber es war trotzdem schön, dich getötet zu haben. Hier unten ist einfach kein Erz. Unfassbar. Wie soll ich denn da jemals vorankommen? Wenn man mir meine Erze nicht gibt. Weil meine Sichel ist gerade beim Bronzenieren. Als nächstes kommt dann bei allen Silber. Weil das Geld habe ich dafür, ja. Sollte das Geld auch für sinnvolle Sachen ausgeben. Aber vielleicht sollte ich auch mal meinen Hof fertig machen. Damit ich schon mal Tiere holen kann. Aber dafür brauche ich halt auch meine Sichel. Toll, eine Geode. Super. Na sag mal. Du hast nicht Bock, irgendwie mir einen Weg nach unten zu geben, nein? Ich habe ihn auch nicht übersehen. Nee. Alles klar. Hallo. Danke. Lässt wieder die halbe Höhle wegbuttern. Okay, wir haben immerhin mal wieder Erz. Das ist gut. Da haben wir auch einen Gegner. Da haben wir so ein Flederding. Komm doch her. Aua. Komm doch her. Warum hast du eigentlich keine Fledermausflügel? Du wärst prädestiniert für Fledermausflügel. Oh ja. Wow, natürlich. Jetzt finde ich dich instant. Was ist das denn für eine Verteilung des Glücks? Naja, immer krieg. Oh jawohl. Ist okay, da kann ich öfter Glück haben gern. Einfach doppeltes Erz bekommen. Sehr schön. Das ist übrigens die erste Aufnahme für 2024. Also die offizielle erste Aufnahme für 2024 hier. Hört mich gerade am 2.1. Wenn ich richtig bin. Ja, am 2.1. Cool, ne? Das ist ja richtig viel Erz. Na komm. Danke. Ich habe gerade vorhin eine Cyberpunk-Aufnahme beendet. Das war die letzte für 2023. Wir haben übrigens den 27.12. Da kriege ich vielleicht noch mal Fleischding. Aua. Hast du Fleischding für mich? Ja. Okay, das habe ich zumindest auch fertig. Es wollen nur noch diese Fledermausflügel. Und keine Ahnung, wo ich die herkriege. Ist irgendwie krass, wie schnell das Jahr rum war, ne? Ist irgendwie auch krass viel passiert in dem Jahr. Und es wurde Gott sei Dank zum Schluss hin besser. Also es hat ganz gut gestartet, wurde dann irgendwie kacke und ist jetzt doch eigentlich recht gut geworden. So zum Schluss nochmal. Bin ja gespannt auf 2024. Schauen wir mal. Bin ich jetzt wieder bei 5? Vor allem bin ich gespannt, ob ich meine Vorsätze durchziehe. Weil ich habe jetzt durch meine Schilddrüsenerkrankung doch einiges an Gewicht zugenommen. Das ich wirklich sehr gerne wieder verlieren würde. Das ist so quasi mein Vorsatz für 2024. Dass ich Ende 2024 wieder das Gewicht habe, wie ich vor der Erkrankung hatte. Und dass ich mit Pole Dance wieder besser werde. Das sind so meine Vorsätze. So diese typischen, mehr Sport, mehr gesund. Aber vielleicht ziehe ich es auch mal durch. Vorsätze habe ich nämlich jedes Jahr. 5-mal. Ich brauche dafür keinen Silvester. Ich brauche dafür kein neues Jahr.
macht das ständig. Was nicht gut ist, weil das, man sollte es eigentlich einmal machen und dann durchziehen, aber naja. Der Job ist stressig und so. Die typischen Ausreden. So, habe ich hier noch irgendwo Erz? Schaut nicht so aus. Ich greife den jetzt gar nicht an, weil das Zählfleisch haben wir ja jetzt. Boah, die blöden Fledermausflügel. So, danke für das Erz. Da haben wir eine Ader. Aber dafür muss der weg. Zack. 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 Oh ja. Das habe ich doch gern. Oh. Mir geht ein bisschen die Kraft aus. Wie spät haben wir es denn? Wir könnten eigentlich noch ein bisschen machen. Jetzt bin ich bei 18. Ja, vielleicht schaffe ich die 20 noch, wenn wir noch ein bisschen was essen. Ich esse mal ein bisschen Jamu. So. Sehr gut. Huch, ruckeln. Nein, geht doch eins weiter. Ich habe übrigens wieder mit der neuen Serie angefangen. Ich bin gerne offen für alle möglichen Serienvorschläge. Weil ich suche immer nach Serien. Da sind auch so Trash-TV-Formate gerne gesehen. Wo man einmal den Kopf ausschalten kann. Mag ich. Weil du halt wirklich einfach dich berieseln lassen kannst und nebenbei noch 5 Sachen machen kannst. Aber du hast halt nebenbei Geräusche. Ich bin nämlich Kategorie, ich brauche Ton um mich rum. Auch beim Zocken oder so. Ich kann nicht in Ruhe zocken oder nur mit Spiele-Sounds zocken. Ich brauche, also wenn ich nicht gerade aufnehme, ich brauche da immer einen Film, YouTube daneben, das mich berieselt. Ich glaube, damit bin ich auch nicht die Einzige. So. Stirb, du Zungenmonster. Ja, gib mir das alles mal. Okay. Das ist die 19. Wir brauchen nur noch eine Etage nach unten. Und dann haben wir dieses Mal tatsächlich 10 Level geschafft. Sollten wir weitermachen. Vielleicht kommen wir dann beim nächsten Mal ganz auf den Boden der Tatsachen. Also wenn ich jetzt was finde. Aber wir haben ja genug zu essen dabei. Okay, vielleicht muss ich auch die Monster besiegen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Einfluss hat auf das Spawnen von diesem Lochding. Aber schauen wir mal. Oh! Die habe ich gar nicht gesehen. Nehme ich gerne. 64 habe ich. Das ist doch nicht schlecht. Das sind 11 Barren. Das sind 2 Werkzeuge. Oh yes! Ein Bernstein-Schildring. Was macht der denn? Automatisch blocken 2%. Ach, da sind... Aha. Interessant. Okay, wir gehen mal nochmal mit runter. Wenn das schon so offen da liegt, dann schauen, ob da unten noch Silbererz ist. Und dann gehen wir mal nach Hause. So, hier irgendwas. Da ist die Katze, die jetzt endlich funktioniert. Die hat auch nur zähes Fleisch. Ah, halt, da ist Silber. Ist hier irgendwas? Nein. Gut. Nee. Von welchen Viechern kriege ich nochmal Fledermausflügel? Ich weiß, dass es da spezielle Viecher gibt, aber ich weiß nicht mehr welche.
Okay. Wir gehen mal nach Hause. Wir haben uns heute irgendwie nicht um die Bewohner gekümmert, ne? Da wollte ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr drauf achten. Dass ich da... Also, dass ich Leuten zum Geburtstag gratuliere. Dass ich diese Besorgungen mache. Ich brauche Kohle. Samenstein und Holz, Essenzen. Erze und Barren. Da ist auch meine Kohle. So. Erze und Barren. Ach Leute, wir haben ja schon ein paar. Monsterloot, das bleibt noch hier. Was ist sonst noch Monsterloot? Erzeugnisse? Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Sonstiges? Ja, so Baumaterialien würde ich da auch reinpacken. Aha. So, brauche ich ja gerade nicht, weil ich komme ja nicht weiter. Samen haben wir hier fertig drin. Stein und Holz, Holz, Stein. Ich habe echt wenig Stein. Essenzen. So. Sonstiges kommt der auch noch mit dazu. Weil... Punkt. So. Da. Können wir jetzt noch ein Monster-Loot fertig machen? Das ist natürlich der letzte. Zack. Hier noch Fledermausflügel. Keine Ahnung, wie ich die herbekomme, aber kriegen wir hin. Okay, das heißt, ich hole mir morgen mal meine Sense ab. Und dann werde ich an meinem Garten weitermachen. Damit ich auch langsam mir eben die Dinger kaufen kann. Yeah. Die... Na? Ich weiß, wie sie heißen, aber... Ach, mein Haus ist gerade größer geworden. Ich habe jetzt meine Küche. Sehr gut. Das heißt, ich kann meine Küchenutensilien kaufen. Geil. Wir haben Donnerstag. Das heißt, wir hätten sogar Zeugnisse, da sind sie drin. Der Schmied hätte sogar offen. Ich nehme 1, 2, 3, 4, 5. Mache als nächstes so meine Spitzhacke. Jetzt weiß ich auch, warum ich so wenig Stein habe. Ich habe die ja völlig verballert für alles. Okay. Sehr gut. Dann... Ja doch, zum Ding hoch. Warte, auch mal auf die... Habe ich vorhin gerade erwähnt. Auch mal auf die Besorgnisse gucken. Bei Besorgungen gucken. Keine Anfragen. Ist heute irgendwas? Ja! Macy hat Geburtstag. So, ja, ja, Stadtbewertung. Macy. Warte. Wo ist denn Macy? LM da, Macy. Ach, die ist im Coral Inn. Sind wir eh in der Nähe. Dann kriegt die... Ich weiß nicht, ob die Raps mag, aber ich gehe einfach mal mit... Oh. Vielleicht eine Tulpe eher als Raps. Bin mir nicht sicher. Das ist nicht Macy. Hoppala. So, hoppala. Guten Morgen. Das ist die Tür, die Chiri gewesen, doch, stimmt schon. So. Hi, Alice. Mal sehen, wie es funktioniert. Bestimmt gut.
Guten Morgen, Suki. Die neueste Stadtbewohnerin wollte wieder das Interesse an der Insel wecken, stimmt's? Zur Gasse ist darauf angewiesen. Da ist Niraj. Ray? Ray. Aber es ist ganz egal, welche Stadtbewertung wir haben. Die Monster schlagen ganz gleich zu. Nein, wir kriegen das hin. Wir müssen mehr Optimismus hier an meine Arbeit geben.